Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Vielleicht hört ihr es, vielleicht seht ihr es auch, ne? Der Frühling ist endlich da, bei uns ist wunderschönes Wetter, die Bürofenster sind auf und deswegen, wenn es jetzt mal im Hintergrund ein wenig zwitschert, das sind die Vögelchen hier vor dem Büro, aber wir müssen ja auch ein bisschen Business machen und zwar geht es heute darum, wir machen heute mal wieder ein Grundlagenvideo und zwar ein Video, was für alle interessant ist, die sich noch nie mit dem Thema Optionen und speziell Optionsverkauf beschäftigt haben, nämlich kann man tatsächlich mit einer Option über 900% Minus machen? Weil eigentlich gehen ja 900% Minus gar nicht, ne? Und warum das geht und was da alles noch mit dazugehört, das gibt es jetzt alles hier in diesem Video. Wir haben vor einigen Tagen ein Video gemacht zu Wirecard, dass wir da Puts hatten, die 975% im Minus waren. Übrigens aktuell Wirecard heute bei 116,45 €, knappes Prozent im Plus zum Freitag. Da wisst ihr, da gibt es mittlerweile dieses Leerverkaufsverbot durch die Bundesaufsicht, also durch die BaFin. Mal schauen, was mit dem ganzen Trade, was da alles noch wird. Und jedenfalls unter dieses Video hat ein wahrscheinlich sehr, sehr schlauer Kommentator etwas geschrieben, nämlich Larry Meyer. Lieber Larry, du heißt garantiert nicht so, das weiß ich, du hast auch kein Bild dazu. Das heißt, du bist einer dieser Internet-Trolls, die es ja überall gibt. Und du hast nämlich geschrieben, was erzählst du für einen Scheiß? Bei minus 100% ist Schluss. So, jetzt könnte man das natürlich einfach abtun, könnte sagen, hey, komm, Klugscheißer-Fraktion, du hast keine Ahnung, aber vielleicht hast du tatsächlich keine Ahnung, vielleicht hast du dich noch nie mit dem Thema Verkauf von Optionen beschäftigt und ich weiß, dass es ganz, ganz viele hier jetzt im Kanal gibt, der Kanal wächst ja nach wie vor, ne? Trotz dieses extremen Nischenthemas, was mich sehr freut und die vielleicht auch sagen, hey, wie kann man denn, wenn man irgendetwas handelt, mehr als 100% verlieren und deswegen will ich das ganz kurz erklären und am Ende aber trotzdem noch eine Begründung geben, warum das, was wir machen, langfristig sehr, sehr profitabel ist. Also, fangen wir mal an. Normalerweise, wenn ihr irgendetwas an der Börse kauft, dann könnt ihr nur 100% verlieren. Also ihr kauft eine Aktie, die Aktie fällt auf Null, ihr habt 100% eures Einsatzes verloren. Dagegen kann die Aktie theoretisch ins Unendliche steigen und deswegen sagen ja viele Aktionäre auch, ich habe hier etwas gekauft, das kann 100% verlieren, auch mehrere 1000% machen und deswegen lohnt es sich, Aktien zu kaufen. Ne? Ganz, ganz simpel gemacht. So, wie ist das jetzt aber, wenn man Optionen handelt? Wenn man also Optionen kauft, das heißt, dann bezahlt man etwas, dann gibt man, ja, was weiß ich, eine bestimmte Summe aus, ne? 100 €, 200 €, 500 €, je nachdem. Und was kann man dann maximal verlieren? Genau wieder diese 100%. Mehr als diese 100% kann man eben nicht verlieren. Das heißt im Grunde um das gleiche wie bei einer Aktie, bloß dass man eben mit einer Option einen Hebel hat. Ja, also man kann mit viel weniger Geld viel, viel mehr bewegen. Wenn man jetzt allerdings Optionen verkauft, und das ist etwas, was die meisten, die aus anderen Produkten kommen, sich nicht vorstellen können, dann kann man mehr als 100% verlieren. Und zwar, warum ist das so? Und als damit ihr euch das vorstellen könnt, will ich mal das Beispiel einer leer verkauften Aktie herannehmen. Und zwar, stellt euch vor, ihr shortet eine Aktie, ihr verkauft eine Aktie, die ihr nicht besitzt. Ne? Leerverkauf von Aktien, noch nicht bei allen Brokern möglich, obwohl es eine Strategie ist, die es seit über 100 Jahren gibt, aber bei vielen internationalen Brokern kann man Aktien auch shorten. So, wir wollen uns jetzt ja nicht über Sinn und Unsinn unterhalten, sondern einfach mal über das Risikoprofil. Wenn du also jetzt beispielsweise eine Aktie, die, sagen wir mal, 100 € kostet, wenn du die verkaufst, ne, dann, und du besitzt diese Aktie nicht, das heißt, du leihst sie dir irgendwo her, vor jedem Leerverkauf steht eine Leihe, du leihst dir diese Aktie für 100 € und dann verkaufst du sie am Markt, dann bedeutet das, dass du 100 € erhältst. So, was ist dein Ziel? Du erwartest jetzt, dass diese Aktie fällt, zum Beispiel auf 50 € und dann nimmst du diese Aktie, dann kaufst du sie wieder zurück, weil du bist sie ja minus, du bist sie short,
gibst die an den, der sie dir geliehen hat, zurück und dann hast du eben 50 Euro verdient. So, kannst du jetzt mit so einer Aktion mehr als 100% verlieren? Selbstverständlich, weil überleg dir mal, wenn du jetzt sagst, du hast 100 Euro eingenommen und jetzt würde diese Aktie aber auf 200, 300, 400, 500 Euro beispielsweise steigen, sagen wir auf 500 Euro steigen, dann musst du sie auch irgendwann mal zurückkaufen. Okay, du musst sie, diesen Trade irgendwann mal schließen. Und dann hättest du 100 Euro eingenommen, das war quasi dein Anfang, dein möglicher Anfangsgewinn. Ne? Wenn die Aktie auf 0 gefallen wäre, hättest du genau 100 Euro verdienen können. Und jetzt musst du sie für 500 Euro zurückkaufen und damit hättest du tatsächlich mehr als 100% verloren. 400% in dem Fall. So, und genau das Gleiche ist es, wenn du eine Option verkaufst. Du kannst eine Option kaufen, zahlst Geld dafür, maximal 100% kannst du verlieren. Du kannst diese Option aber auch leer verkaufen. Das heißt, du kannst diese Option verkaufen, ohne dass du sie besitzt. Und wenn eben jetzt der Wert dieser Option, die du verkauft hast, wenn die jetzt sehr, sehr stark gegen dich läuft, hast 100 Dollar bekommen und jetzt kostet die vielleicht am Markt, sagen wir mal, 1000 Dollar, ne? Dann hättest du in dem Beispiel 900% Verlust gemacht. Das heißt also, du kannst deutlich mehr als diese 100% Verlust machen. So, das ist jetzt erstmal nur die Theorie und deswegen, Larry, hoffentlich hast du jetzt was gelernt. Warum macht man das trotzdem? Weil natürlich das Ganze, man könnte ja sagen, hey, ich mache doch nichts, wo ich nur 100% verdienen kann, aber mehrere 1000% im Extremfall verlieren kann. Und auf den ersten Moment würde man sagen, ja, das stimmt, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber das macht natürlich schon Sinn, denn Optionen und die alten Hasen hier im Kanal werden das natürlich schon längst wissen. Optionen sind nichts anderes als Versicherungen. Versicherungen funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie Optionen oder andersrum oder besser gesagt, Optionen funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie Versicherungen. Auch eine Versicherung nimmt ja eine Prämie ein. Das heißt, die Versicherungsgesellschaft geht zum Beispiel zu dir und sagt, hey, möchtest du dein Auto bei mir versichern? Und sagst du, ja, das möchte ich gern tun, weil dieses neue, wunderschöne Auto hat irgendwie 50.000 Euro gekostet. So, und wenn ich es gegen Baum fahre, ist mir ein bisschen riskant. Und aus dem Grunde, ja, würde ich gern versichern, dass im Schadensfall ich diese 50.000 Euro von dir bekomme. Und jetzt wird der Versicherer zu dir sagen, okay, das können wir machen. Du gibst mir dafür 1.000 Euro Versicherungsprämie. Du bezahlst deine Prämie. Du bist quasi der Käufer der Versicherung, der Käufer der Option. Und die Versicherungsgesellschaft ist der Verkäufer der Option, der Verkäufer der Versicherung. So, und jetzt ist natürlich hier genauso. Wenn du jetzt diesen Unfall hast, dann gehst du zu deiner Versicherung und die sagt, hey, verdammt, ich habe zwar nur 1.000 eingenommen, ich muss jetzt aber nichtsdestotrotz 50.000 auszahlen. Wir wissen aber alle, dass natürlich Versicherungen ein sehr, sehr lukratives Geschäft für die Versicherungen sind. Was auch sein muss, weil wenn es kein lukratives Geschäft wäre, würden sie es nicht machen. Und das heißt also, im Einzelfall gibt es natürlich immer mal wieder einen Schadensfall, wie den gerade eben beschriebenen. Aber über die Masse der Versicherungen, die eine Versicherung abschließt, werden sie mehr Prämien einnehmen, als sie für Schadensfälle auszahlen müssen. Und genauso, nach diesem simplen Prinzip, funktioniert das beim Verkauf von Optionen. Das heißt, eine einzelne Option kann dich deutlich mehr kosten, als du eingenommen hast. Das heißt, hier kann es durchaus passieren, dass der quasi Schadensfall eintrifft. Wenn du aber nur eine große oder genügend große Anzahl an Optionen verkaufst und das Ganze langfristig betrachtest, dann wirst du genau wie eine Versicherung mehr Prämien einnehmen, als du für Schadensfälle auszahlen musst. Und deswegen lohnt sich eben aus diesem Grund schon mal allein, rein statistisch, der Verkauf von Optionen. Und alle Dinge, über die wir uns ganz, ganz häufig unterhalten, ist dieser Trade der richtige, ist dieser Trade der richtige und so weiter, spielt eigentlich nur eine untergeordnete Rolle, denn zuallererst steht das übergeordnete Prinzip. Verkauf von Optionen ist ein Versicherungsgeschäft. Du bist die Versicherungsgesellschaft, deswegen, wenn du die Prämien einnimmst, machst du erstmal grundsätzlich etwas richtig. Natürlich musst du dann in die Tiefe gehen und musst sagen, okay,
Wir bleiben mal bei dem Autoversicherungsbeispiel. Welches Auto versichere ich denn? Versichere ich jedes Auto? Suche ich mir das richtige Umfeld aus? Also bin ich derjenige, bin ich die Versicherung, die bereit ist, am 1. Mai in Berlin-Kreuzberg alle Autos zu versichern? Oder sage ich, mache ich mal lieber nicht? Ne? Also das ist, sind so grundlegende Sachen, wie suche ich mir meine Versicherungsobjekte heraus? Das sind dann die Strategien, die dann kommen. Ne? Welche Aktie nehme ich, welchen Future nehme ich, Strike-Abstand und so weiter und so fort. Aber als allererstes muss dieses Prinzip klar sein. Prämien verkaufen, Prämien einnehmen, das ist etwas, was langfristig funktioniert. Leider machen aber viele Privatanleger den Fehler, sie schauen auf das kurzfristige Ergebnis eines einzelnen Trades. Und um das nochmal in die Versicherungswirtschaft zu übertragen, würde der Versicherer jetzt hergehen und würde sagen, ah, guck mal, jetzt habe ich dieses eine Auto versichert und das hat 50.000 Euro Schaden verursacht, ich habe nur 1.000 eingenommen, jetzt bin ich ruiniert, das funktioniert alles nicht. Ne? Dann würde ich sagen, ist der verrückt. Aber genau das Gleiche machen wir mit Optionen oder machen viele Privatanleger mit Optionen. Sie fokussieren sich nicht auf die langfristige Sicht, sondern auf ein kurzes, vielleicht singuläres Ereignis und stellen dann ihre komplette Strategie in Frage. Das kann es natürlich nicht sein, sondern wir müssen immer in jedem Geschäft, was wir betreiben, wir müssen immer langfristig denken. So, ich hoffe, das hat gerade für die Einsteiger wieder geholfen, das Verständnis für den Verkauf von Optionen zu verbessern. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr grundlegende Fragen auch habt zum Thema Optionen, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes, dann schreibt mir das bitte hier in die Kommentare hinein. Ihr dürft dieses Video natürlich wie immer teilen, kommentieren, was auch immer. Ich wünsche euch bis dahin eine super schöne Zeit. Genießt dieses fantastische Wetter, haben lange darauf gewartet. Und macht euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.